Hallo, meine Häusle bauenden Wollknäuel-Sammler und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren entspannten und hoffentlich weiterhin chilligen Runde Planfall. Ja, so. Wir sind mittlerweile im Herbst, im 7. Tag. Es regnet immer noch recht stark. Und jetzt müssen wir uns mal langsam überlegen, wie wir dann auch weiter voranschreiten. Insbesondere im Hinblick auf, wie bauen wir unser Haus weiter dann. Ne? Haus weiter bauen, dann machen wir jetzt die Küche hier dazwischen. Also ich überlege schon, dass die Küche dazwischen steht. Aber in welcher Größe ist die Frage? Ja, dann mal, in welcher Größe sollte man eine Küche dann erbauen? Guck mal, das hier muss ja alles da rein. Die Dinger, das hier, das hier, das hier. Ja, Kamine müssen auf jeden Fall rein. Das gehört dazu. Natürlich das hier kommt da rein. Sind eins, sind zwei, sind drei Kacheln. Vier Kacheln. Vier Kacheln. Fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 und 25 Kacheln müssen es sein. Minimum 25 Kacheln sollten es schon sein. Und hier hast du ja 1, 2, 3, 4, 5, 6 mal 5 sind 30. 30 Kacheln, also würde ich dem vielleicht sogar eine etwas größere Sache beimessen. Genau, ich glaube, den werden wir dann ein bisschen größer machen. Huch, jetzt sind die Haare im Gesicht. Hilfe. So, ich glaube mal, wir werden das ein bisschen anders machen. Wir werden den auch nicht direkt da dran setzen. Guck mal, so ein bisschen vorgesetzt. Oder so. So hier, wa? So, dann machen wir, warte mal, ich überlege gerade. Machen wir 9er Bereich. 9er Innenbereich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und dann ist hier sozusagen der andere Bereich. Genau, genau. Und dann ist jetzt die Überlegung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Huch, falsch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, guck mal, dann kannst du nämlich hier rein, von da nach da rein, dann hast du hier nochmal einen Durchgang. Und dann hast du hier sozusagen die Küche und dann könnte man da dann auch mehr Lagerung und sowas dann machen. Weißt du, ich meine, also es wird dann hier rein, hier rein. So, dann hast du hier eine Tür, dann kannst du hier eine Tür setzen. Genau, genau, genau. Objekte, Bau. Und dann hätte ich mir überlegen, vielleicht nochmal hier eine Tür reinzusetzen. Das soll einfach die Möglichkeit haben, mehrere Türen, mehrere Zugänge. So, jetzt kann der nämlich von da nach da und von da nach da. So, dann hat er hier im Bereich Fenster, hier im Bereich Fenster dann. Müssen wir überlegen, ob ich das hier dann zumache oder hier dann sozusagen auch nochmal so eine Räumlichkeit dran, dass es nicht ganz so gerade ist. Ich will ein bisschen Unterschiede haben. So, jetzt haben wir erstmal das wieder, da können wir wieder aufbauen und dann schauen wir mal, sobald wir da keine Materialien zur Verfügung haben. Gut, wir haben wieder einen Händler. Was hast du denn? Oh, du hast heute nur einmal das anzubieten, das ist doof. Aber kaufen tust du wie Sau, oder was? Überlege jetzt echt richtig Gesundheit wachsen. Die ist jetzt bald dann schon Senior. Also der ist bald Senior. Sie ist bald Senior. Da ist noch ein bisschen Zeit. Da ist auch noch, das ist noch Jugendlich. Ist noch Baby. Also immer zwei Baby, drei Jugendliche. Da ist noch auf jeden Fall ein bisschen Zeit. Können wir ja mal so machen. Und dann war es das. Wir haben noch 2032, aber auch weil wir gerade nicht viel verkaufen. Ja, schön. Dann macht ihr das Ding an. Wozu? Ihr könnt den doch bitte erstmal auslassen. Danke. Erstmal das Ding angemacht. Warum auch immer. Aber Klo steht auch schon, ne? Und hat, wurde auch schon verbraucht. Na gut. Können Sie beim Bau wenigstens schon mal ein bisschen was nutzen. So, hier haben wir. Okay, wir haben da noch ein paar Äste, die er machen kann. Und danach kannst du mir wieder 100 Bretter machen. Wieder 50 Baumstämme, das passt dann auch. Dann haben wir auch wieder Bretter zur Verfügung. Wir haben 106 Nägel und nur 20. Wir haben nur 20 Barren, ne? Das darfst du nicht vergessen. Das fehlt dann also auch nochmal ein bisschen was.
24 Tage essen. Vielleicht den Morgentag nochmal für Pilze nutzen. Ja. Wäre eine Möglichkeit. Ich finde auch die Größe dieser Küche ist sehr gut. Da kannst du auch eine Menge lagern dann an Essensmaterialien. Wir haben keine Bretter mehr. Wir haben keine Bretter mehr, meine Freunde. Okay. Warte, da müssen wir was umstellen. 200 Äste werden jetzt danach nochmal produziert. Ja, komm, wir machen 300. So, jetzt können wir aber erstmal wieder Holzbretter machen, dass wir das nachziehen. Genau. Damit wir hier auf jeden Fall weiterkommen. Kleiderschrank. Könnte man den fertig machen? Da brauchen wir da 20 Bretter. Uiuiui. Ah, so. Wir müssen auf jeden Fall hier so Wege und sowas noch lang führen. Das sieht albern aus. Das sieht albern aus. Sehr gut. Dann ist das hier nämlich der nächste Bereich. Dann kommt hier dann die zweite Wohnung vom zweiten Teil des Clanmitglieds. Wir werden ja noch mehr Wohnungen dann ran setzen. Ne? Also da kannst du ja auf jeden Fall noch glauben. Aber die beiden Haupt-Clan-Dinger, die werden dann da sitzen. Wir werden den Clan jetzt auch nicht so groß ziehen jetzt in der Alpha. Denk dran, das ist immer noch eine Alpha. Early Access Alpha, doch. Das ist eine EA halt noch. Und hier haben wir halt auch einiges noch zu tun, wie jetzt. Wir haben keine Ziegel mehr. Ziegel sind alle. Ah, sehr schön. Da können wir mal wieder Ziegel herstellen. Da brauchen wir Holzkohle und Lehm. 100 Lehm. Okay, dann kannst du mir mal. Haben wir mal nochmal 250 davon. Damit das dann halt rum. Guck mal, das sieht dann auch doch schön aus. So mit diesem Ziegeldach. So wie hier drauf dann, weißt du? Tada! So, Eisen ist auch schon wieder leer. Wir haben jetzt 25 Barren, aber wir haben gut Nägel, wir haben gut das. Wir haben schon einiges. Es sieht auf jeden Fall schon gut aus. Und irgendwann kannst du dann die Höhlen hier alle verlassen. Und dann ist das hier Geschichte. Dann war das ja mal unsere Lebensgeschichte. Dann ist hier alles leer. Da wollen wir da Lager reinrichten. Und. Dann machen wir aber auch zum Beispiel Holzlager mit Stöckern. Da wird dann auch den hier dann dort drin und das Sägewerk. Machen wir dann sowas alles dann. Ach, die ziehen sich einfach hier raus. Na, ihr seid ja geil, aber jetzt zieht euch hoffentlich Heu und nicht meine Hafergabe raus. Ja, weil ihr auch gar keiner nachfüllt. Das ist doch ein Heutrog. Könnt ihr da drinnen essen? Ey, je, meine. Ja. Also, hat eine Menge, finde ich. Ein kleines Bäumchen. Für der damaligen Zeit ist das wirklich eigentlich schick, was sie da haben. Ne? Das nicht vergessen. Haben gleich auch einen Fußabtreter, wenn sie reinkommen. Das Dach ist schon ein bisschen aufgebaut. Ganz minimal ein bisschen aufgebaut. Im Kleiderschrank haben Badewanne, haben eine Toilette, müssen also nicht draußen in der Kälte sitzen, haben hier auch Behälter, wo sie immer genügend Wasser dann lagern können. Daneben kommt dann die Küche, die wird dann auch nochmal angepasst, dass dann da auch dann Sachen sind, wo sie sich dann alles hernehmen können. Hier haben wir ja auch eine ganze Menge Hafermehl, daraus könnt ihr dann auch eigentlich bald Brot machen. Ist Teig eigentlich... Ich mach mal das hier kurz. Cool. Mal gucken, ob Teig. Teig ist aber keine. Doch, ist eine Nahrungsquelle. Dann essen sie den Teig noch so. Ja, ist klar. Nee, lass mal. Nee. Wir haben für 23 Tage was zu essen. Das ist erstmal okay. Kommen wir dann wieder. Aber man merkt schon, wir sind so ein bisschen was von den Dingen herkommt. Jetzt eher am. Hin und her arbeiten, das zu vergrößern, das zu verbessern. Weil das meiste haben wir nicht. Also was wir noch brauchen, sind Kühe. Da müssen wir erstmal noch gucken, dass wir rankommen. Das ist erstmal so eine Problematik, weil ohne Kühe gibt es keine Milch, ohne Milch gibt es keinen Butterkäse. Genau, macht alle bitte an. Das ist wichtig, dass ihr 100% alle schlafen könnt und euch gut gehen lassen könnt. Was ich mal gucken wollte ist, du hast hier Wolle, du hast da... Du hast eigentlich gar nichts. Du bist mir im Endeffekt auch nur ein Fleischlieferant jetzt. Aber oh, gut, du bist noch recht jung. Jung. Also wir haben nochmal eine mit Wolle, das Mutterschaf. Das kannst du morgen dann mal gleich handhaben. Dann haben wir das auch. Morgen ist dann Tag 8. Haben wir denn noch... Wollen wir da nochmal Pilze sammeln?
Sollten wir vielleicht doch nochmal Pilze sammeln? Einfach mal nur, dass wir es noch einmal versucht haben. Genau, machen wir auch. So, 89 Pilze, zack, und weiter geht's. Unser Gasthof entsteht einfach langsam jetzt. Wir bauen uns jetzt nach und nach auf. Man muss da die ganzen Materialien besorgen. Man muss ja trotzdem noch an allen anderen denken. Ach, Catherine hat gesagt, die badet gleich heute außen, ja? Effi baut ein bisschen. Was baut denn ihr da? Baut jetzt den Schrank fertig? Ja, sieht nach dem Schrank aus, wa? Ah, sehr schön. Jetzt dann nur noch das Dächlein und das kleine Häuschen ist fertig. Man könnte sozusagen im Winter schon, könnte einer da rüberziehen. Will ich aber nicht, weil ich will dann das beide halt rüberziehen. Das ist für mich schon ganz wichtig. Ah, kommt ein neuer. Jedenfalls, kommt die nochmal. Edward, lassen wir über die Zeit dann auch bei uns, bin ich der Meinung. Wir haben uns jetzt recht gut eingefuchst, dass er uns hilft. Es klappt auf jeden Fall. So, warte mal. Der hier ist fertig, Leute. Könnt ihr den bitte gleich fertig machen? Was futterst du da? Siehst du aber auch immer schön Heu raus, ne? Und nichts anderes. Zack. Und bitte gleich wegräumen. Hört auf, die Sachen da immer liegen zu lassen. Das ist unpraktisch für uns. Das wisst ihr aber schon. Wenn ihr das alles liegen lasst, kommen wir da nicht weiter voran. Hm. Haben wir dann jetzt... Ja, wir haben 4 fertig, ne? Coole Sache. Dann kannst du mir 1, 2, 3... hier mal machen. Wir haben nämlich auch Wollknäuel da. Und danach brauchen wir nochmal... Wow, der braucht 6 Wollstoff. Ja, ihr habt ja wohl. Ihr habt aber echt 6 Wollstoff. Also brauchen wir danach 24 Wollstoff. 24 Wollstoff. Ah, Barbara. Damit könnten wir jetzt eigentlich nochmal einen machen. Shit. Will ich aber eigentlich nicht, weißt du das? Ich will mir jetzt nicht schon wieder das Ding da, ja, das ist ätzend. Nee, ich habe so schon genug. Gib mir das dann mal endlich weg, komm, Leute. Ich muss mir hier echt nochmal was überlegen. Vielleicht reiße ich das hier nochmal ein. Und macht den dann hier hin und dann geht der hier der Weg rein. Ja. Das werde ich auch machen. Bau. Böden, Wände, Zäune, Wände einreißen. Mach das hier mal weg. Und dann habe ich doch Aufgaben. Pflanzen. Blühte Erde entfernen. Die da. Da. Und, ach ja, genau. Die muss ich ja dann nochmal Wände einreißen, aber den hier. Und dann ist der hier halt schief, aber das ist mir in dem Moment dann egal. Das ist schon wichtig. Dann müssen wir hier nämlich die Erde nochmal nachflügen. Und dann machen wir hier das ein bisschen größer herum. Ist in dem Sinne so. Das stört mich hier, dass die immer durchs Wasser laufen. Ich will, dass hier ein ordentlicher Weg dann entsteht. Hier soll dann auch, dass die hier langlaufen können. Muss dann nochmal gucken, bauen. Böden und Wände. Draußen 10, draußen 0, draußen 10. So wird es dann der hier sein. Hier kann er nämlich nicht. Genau, hier kann er nämlich. Dann kannst du hier nämlich einen schönen Weg lang laufen lassen. Sieht dann einfach schnieker aus. Muss man einfach machen. Hm. Du könntest sogar hier jetzt mittlerweile schon nächtigen im Trockenen. Logien ist noch nicht so trocken, aber läuft schon langsam. Ich finde, das sieht toll aus. Sieht toll aus. Man muss sich einfach mal selber mal loben. Man kann ja nicht immer nur sagen, alles schlecht, alles schlecht. Sondern muss dann noch sagen, ja, sieht top aus. Ah. Ja, wir werden heute nochmal eine Runde Wald gehen. Da haben wir sowas ganz Cooles entdeckt. So mit Wald und See drin. Und da in einem See nochmal eine schöne kleine Insel. Wir wollen mal gucken, was da so angeboten wird. Was cool wäre, natürlich so eine Bootsüberfahrt oder sowas. Das wäre natürlich richtig stylisch. Und ja, mal gucken. Und dann mache ich heute auch noch die letzten Aufnahmen. Ich habe jetzt 4 Aufnahmen jetzt gehabt. Das ist der Donnerstag-Folge. Und danach mache ich dann heute auch nochmal die letzten 3. Und dann bin ich wieder für eine komplette Woche fertig. Ich mache das einfach am Wochenende 2 Tage. Dann hat man aber die anderen Zeiten länger Zeit. Allein durch die Arbeit. Klar, im Urlaub habe ich ein bisschen mehr Zeit, weil ich dann mehr machen kann. Und ja.
Wir haben auch schon wieder keine Nägel mehr, weißt du das? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wir werden jetzt im Winter, werden wir hinten mal Eisen abbauen. Lass es einfach mal abbauen, dass ich wieder genug Eisen bekomme. Ich hoffe, dass dann irgendwann mal eine Eisenmine kommt. Also Eisen ist so ein Schwerpunkt. Dabei in den Bürgen hast du eigentlich recht viele Eisenmöglichkeiten gehabt. Nur brauchen wir das dann. Das sieht doch fast fertig schon. Fast fertig. Klo ist auch schon im Trockenen. Baden kannst du ja trotzdem im Nassen. Das ist ja schick hier. Hier ist gleich zu. Und hier ist auch gleich aber dann zu. Oh, die packt schon alles nach. Finde ich toll. Ja, die sind hier, das ist anstrengend. Das kostet mich eine ganze Menge Zeit, wenn das hier zu bleibt. Müssen wir nochmal Pilze sammeln? Wir haben jetzt 30 Tage Essen. 30 Tage Essen, ich glaube. Was, wo? Nein, 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 nein. Leute, ihr lasst die ganze Zeit das Zeug da liegen. Könnt ihr euch jetzt erstes mal darum kümmern? Und könnt ihr die Sachen da jetzt wegräumen? Kann ja nicht wahr sein. Räumt die Sachen da mal endlich weg. Ja, die lassen alles liegen. Oh. Wird erstmal nicht nachgeführt. Bis ihr da endlich lernt, die Sachen wegzuräumen. Kann echt nicht sein. Ich würde sagen, dass ich jetzt so überfordert werde, dass ich die ganzen Sachen nicht mache. Oh, das ist gefährlich. Brett mir hier alles ab. Können wir alles nochmal neu machen. Echt alles nochmal neu machen. Hier, da. Muss echt das besser dann aufbauen. Ja, mit der 30. Ja, das ist mir jetzt langsam aber egal. Das ist gefährlich. Nein, 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 nein. Rennt das bloß runter hier, ey. Leute. Oh, weia, ey. Das Problem ist echt die logistische Schwierigkeit. Wenn das jetzt anfängt zu brennen, während es in der Nacht ist, dann sind wir am Popo. Schön, dass ihr alles baut und alles da nur liegen lasst. Und genau da. Genau da. Los, brennen runter jetzt. Hier, brenn einfach runter. Geht doch. Boah. Ja, okay, das ist alles okay. Das hier muss dann auf jeden Fall mal weg. Dann müsst ihr noch bauen. Schön, dass ihr hier draußen die ganze Zeit dann dieses kalte Wasser hüpft. Dass er aufs Klo geht, das verstehe ich ja, aber dass er dann ins kalte Wasser hüpft. Ich muss dann echt die Schneiderei dann abräumen, wegräumen und da woanders hin. Deswegen ja der Umbau. So was genau, könntest du auch gleich mal machen. Pass mal auf. Pack mir mal... Nee, das ist aber auch ein Feuerchen. Pack mir mal den schon mal nach dahin. Und dann First. Dann räumen wir das hier nämlich raus. Ja, hier bleibt das jetzt erstmal. Die Badewanne braucht er jetzt auch erstmal nicht nachfüllen. Ne? Das hier ja, weil ihr hier unten arbeitet, könnt ihr hier was trinken. Das ist okay. Das Ding hat aber jetzt gerade gar keinen Sinn. Gar nicht. Ich würde sagen, wir werden auch keine Pilze weiter sammeln. Wir haben jetzt genug erstmal. Lasst uns die Aufgaben doch mal ein bisschen herunter minimieren. Ärgert mich, dass wir das gerade abgefackelt haben. Das ist richtig ärgerlich. Der Raum bleibt jetzt auch erstmal ein bisschen cool, bis wir da anfangen, das wegzuräumen. Schön, dass du da mal weitermachst. Weil wir einfach nicht anfangen, mal die Sachen hier wegzuräumen. Keine Ziegel mehr. Aber wir bauen ja Ziegel. Ziegel sind in Bearbeitung, meine Freunde. Braucht euch keine Gedanken machen. Aber wir haben ja hier noch, das baut er ja noch. Das, das und das baut er noch. Also die haben ja schon ein bisschen was. Warte mal, auf dem Dach da oben, ey. Ihr seid ja geil. So, das wird jetzt ja auch noch gebaut und jetzt geht schon langsam. Und wieder ein bisschen jetzt los. Also wenn wir ihn bei uns behalten, haben wir natürlich immer ein bisschen minimalen Verlust.
Potenziellen Partner hat er ja nicht. Okay. Okay, das können wir also erstmal nicht machen. Gut, jetzt haben wir da wieder, jetzt haben wir wieder das nicht mehr. Wir haben zwar Ziegel bekommen. Ne, Ziegel fehlen jetzt auch. Jetzt fehlen aber Bretter noch. Holla, die Waldfee. Wie sieht's denn jetzt hier aus? Hast du es weggeräumt? Sehr gut. Bring das hier endlich weg. Und die hier könnt ihr bitte auch wegräumen. Leute, 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 Leute. Das ist halt schwierig, weil ich dieses ganze Garnzeug nicht habe. Flachsverarbeitung. Ist dann das hier? Ist dann das hier? Ich weiß noch nicht, wo man Zwirren hinräumt. Wo packe ich denn Zwirren bitte rein? Gibt da gar keine Möglichkeit, Zwirren wirklich wegzuräumen. Tun nicht. Guck doch mal an. Es gibt kein Lager für Zwirren, wirklich. Also da fehlen noch ein paar Lagermöglichkeiten, muss ich sagen. Die fehlen auf jeden Fall. Wesentlich länger ist gut. Wesentlich länger ist richtig gut. Aber der ist auch schon wieder arg gefährlich. Oh, gut, danke, dass du es wegräumst. Sehr schön. So, wie sieht es hier unten aus? Ihr lebt alle noch. Ihr seht gut aus. Das muss hier noch weggeräumt werden. Das hier ist bald fertig. Das hier ist bald fertig. Dann kann ich eigentlich das Ding hier als nächstes erstmal machen. Und dann kann ich das hier machen. Damit der Weg hier frei wird. Wenn das hier steht, dann haben wir das Haus fertig. Dann wird hier das zugebaut. Und dann bauen wir hier so einmal weiter. Hier kommt ja die Fläche und dann bauen wir das hier herunter. Und dann müsste das auch wieder im Dreh dann passen. Sehr schön. Sehr gut. Ja, genau. So, warte mal, warte mal, warte mal. Dann kannst du nämlich auch gleich trockener Steinzaun hier nämlich nachrüsten. Zack. Und dann kannst du hier mir auch nochmal einen trockenen Steinzaun nachrüsten. Zack. Und dann kannst du mir pflanzen, gepflügte Erde, und zwar hierhin. So. Sehr schön. Machen wir das fertig, dann wird hier das, das hier muss auf jeden Fall gleich gemacht werden, damit ich das im nächsten Jahr nicht mehr machen muss. Dann ist das nämlich schon ready und wir können dann direkt anfangen, im Frühling die Sachen zu bringen. Was kostet mich der? Ach, der kostet mich nur 20 Steinchen. Die haben wir da. Genau, der macht jetzt das hier noch schnieke. Dann haben wir hier wieder unser Feld. Es ist zwar eine versetzte Tür. Warte mal, aber das ist mir... Ist wie gewuppt, wie gesprungen. Guck mal hier noch. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Dinger noch. Und dann steht die kleine Hütte schon mal. Dann ist der nächste Bereich erledigt. Da kannst du sagen, hier passt's. Dann können wir hier den Aufbau machen. Und dann machen wir den nächsten Aufbau. Warte mal, eigentlich brauchen wir noch was anderes. Da kannst du mir schon eine Ziegelsteinmauer geben. Die geht dann nämlich hier hin. Genau, dann haben wir nämlich auch schon die Anzeichnung, wo das nächste Räumlichkeiten dann beginnen. Sehr gut. Ja. Ja, sehr gut. Bauen. Und jetzt könntest du doch... Wie viele Ziegelsteine haben wir denn noch? Warum 5 Lehm und 2 Ziegelsteine? Ja, Ziegelsteine haben wir noch ein bisschen was. Bauen. Ziegelsteinboden. Machen wir auf jeden Fall so einen Weg hier rein. Machen wir einen Weg hier auf jeden Fall hin erstmal. Ne, da geht es ja schon nicht mehr. Warte mal, dann machen wir den weg. Machen wir Ziegelsteinboden hier auf jeden Fall lang. Ne, warte mal. Ne, 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 ne. Die laufen da bestimmt, dann, die laufen bestimmt die Ziegelwege dann entlang, oder? Ziegelsteinboden, dann kannst du ja hier so sagen. Zack. Und dann lässt er den hier mal lang laufen. Wisst ihr, was ich meine? Damit er dann so... Und hier, schaut es an. Und schon haben sie hier einen ordentlichen Weg. Ich mache ich auch eine Doppelbreite. Ist auch okay, dann geht das bis hierhin und dann läuft, kannst du da drüber sozusagen weiterlaufen. Dass es nur an dem Ding ist, bis hier ran, so wupp, dann kann der Weg da lang und dann geht er hier drüben weiter. Ja genau, so machen wir das. Sieht dann auch immer besser aus. Guck mal, dann machst du das nämlich so. Kannst du so sagen. Und dann läuft der aber hier entlang. Weißt du? So, zack. Der läuft dann nur bis hierhin und dann läuft er nämlich hier ab. Und fertig ist das ganze Ding. Ja, so wird es gemacht. Da wird ein Schuh draus. So, jetzt darfst du dieses Ding hier auch wieder anmachen, dass wir hier wieder Feuer reinbekommen. War schon mal ein bisschen umgeräumt. Das Witzige ist,
das alles. Geht dann wieder runter in die Küche, sobald die steht. Und wir werden das nächste dann aufbauen. Oh, wo ist da noch? Guck mal, wir kommen jetzt in die 10. Oh, jetzt fängt es an schon zu schneien. Aber unser Häuschen ist... Es ist fertig, das Häuschen. Wir sind hier drinnen fertig und haben damit da keine Probleme mehr. Bin echt überlegen, ob ich dann hier sozusagen so einen Flurcut mache. Also hier so lang der Flurcut, dass dann hier der Haupteingang erstmal von der Seite ist. Und dass du dann hier wieder weiter ausbaust. Weißt du, was ich meine? Dass du das hier so ein bisschen draußen lässt. Dass diese Zimmer dann... Also so überlege ich mir dann. Ich muss auf jeden Fall erstmal noch ein bisschen was bauen. Wir haben noch einiges zu tun. Was haben wir hier? Jetzt kannst du hier mir auch mal wieder 150 davon. Dann kannst du mir wieder hier von 150, dass wir mal ein bisschen von denen nachbekommen, dass wir genügend dafür haben, dass wir da ordentliches Fliesengebiet haben, dass wir da ordentliche Ziegeldächer dann haben, damit es uns dann da wirklich langsam gut geht. Nochmal wieder auf 3. Wir machen den Tag noch und dann ist auch der Tag heute wieder vorbei. Dann haben wir wieder eine Menge geschafft. Gut, hier warten wir jetzt noch auf einmal Ziegel. Ja, mal bauen wir keine Bretter mehr. Nee, wir bauen schon wieder keine Bretter mehr. Ich habe schon wieder alle Bretter verbaut. Ich müsste mir echt 100 Bretter wieder bauen. Krass, wa? 260... 260. Ich brauche nochmal. Hier kannst du nochmal 300 bauen. Haben wir ja erstmal ein bisschen was. Jetzt sammelt ihr aber von da immer alles auf. Das ist auch doof. Dann machen wir alle aus hier erstmal. Und dann kommt ihr erstmal raus. Dass wir hier erstmal nichts reinlagern. Der wird dann auch erstmal nicht mehr befüllt. Hier möchte ich dann auch erstmal zumachen. So, dann ist hier erstmal alles zu. Dann kommt hier alles wieder weg. Dann kommt das weg. Das weg. Hier, guck mal, da können wir die ja noch rauspacken. So, dann kannst du den hier erstmal weg. Den weg. Den weg. Und den weg. So, wir haben einen Händler. Sophia. Was hast du? Hast du Heu? Ne, du hast nur Flachsgarbe, ne? Und Hafergarbe. Die sind beide Sachen, die ich jetzt nicht unbedingt brauche. Stroh. Stroh, da könnte ich dir zurückverkaufen. Und zwar eine ganze Menge. Sind wir mittlerweile bei 2960. Nägel will ich nicht verkaufen. Der ist immer noch Zeit, den können wir noch behalten. Ich habe eigentlich nichts, was ich dir wirklich verkaufen wollen würde. Nee, heute mal nicht. Oder weißt du was? Doch, du könntest mir einmal Flachsgarbe abkaufen. Flachs ist schon nicht schlecht. Aus Flachs können wir dann den hier mit Flachs zufüttern. Weißt du, wie ich meine? Da können wir sagen, hier gibt es noch Flachssamen rein. Dann haben wir nochmal ein bisschen was zu essen. Genau, so sieht das gut aus. Hier haben sie nämlich mehr Speed, dann sind sie auch schneller. Genau, so sieht es gut aus. So. Den hier unbedingt händeringend fertig machen, bitte. Damit wir den nächsten Punkt dann hier in dem Haus abschließen können. Achso, da fehlt noch was. Nägel, da brauche ich noch Nägel. Nägel von Nägel. Und nächster Folge müssen wir dann mal gucken, dass wir uns Richtung... Richtung Eisen begeben. Genau, wir müssen auf jeden Fall mal wieder Eisen besorgen. Das wäre auch schon mal was ganz Gutes. So, wir gehen langsam von den Aufgabenprioritäten schon ein bisschen runter. Oh ja, das sieht richtig sneaky aus. Genau so habe ich es mir gedacht. Dass du hier wirklich schön entlang laufen kannst, dass hier alles funktioniert. Die futtern, die kriegen ihr Essen, die kriegen wir durch. Uns geht's gut. Wir haben für 29 Tage Essen. Die Schafe und sowas, die leben da alle sehr gut. Ist zwar noch alles sehr beengt, es tut mir auch leid, aber geht gerade nicht anders. Schön Dung wird weggeräumt, Aufgaben werden abgeräumt. Wisst ihr genau, das ist es. Hier schön entlang, zack, und Aufgaben fertig. Zack, da rein, zack, da lang. Ich überlege echt, hier das zuzulassen. Also hier mache ich dann gleich ein Feld neben dem Feld. Und der hier läuft dann hier halt herunter und dann... Wird hier, werde ich glaube, so einen Eingangsbereich da machen. Dass hier der Eingangsbereich dann ist. Dann kommst du hier rein. Und dann gehst du, kannst du hier reingehen oder gehst du hier rein, sodass das hier auch mit den Fenstern genutzt wird. Genau. Ich mache so ein Vorstehen ein bisschen, weißt du, dass der Eingangsbereich dann ein Stück breiter ist. Und hier und dort. Und dann hast du hier das nächste Zimmer, was hier herankommt, hat dann auch nochmal eine Möglichkeit. Weißt du, was ich meine? Pass mal auf.
Zeige ich euch gleich, warum? Das kann ich euch gleich zeigen. Na, dann seht ihr das, was ich meine. Guck mal, du hast jetzt hier das. So. Dann hast du das hier. Dann hast du hier das, die Tür und dann geht es hier lang. Und der Bereich geht dann so. Und dann hast du hier sozusagen auch im Eingangsbereich gleich. Das lasse ich jetzt aber noch offen, weil hier würde ich diesmal gleich dann die richtige Stahltür sozusagen heranbringen. So. Dann haben wir hier noch unseren Ziegelsteinweg, der dann sozusagen von hier nach da verläuft. Und dann kommt er hier rein und da, tada, ist er. Und mehr brauchst du da nicht zeigen. Und dann passt das. Guck mal, das Häuschen ist auch fertig. Hier, hopp. Schickes Häuschen fertig. Vor dem Winter vorbereitet. Wir könnten sozusagen da jetzt schon rüberziehen, aber dann ist der Weg für Essen und Co. einfach zu weit. Wirklich zu weit. Und dann wird, wie gesagt, alles nach unten gezogen und dann kann man wirklich sagen, haben wir uns was aufgebaut. Das ist jetzt erstmal nur der Anfang hier oben gewesen, aber die Dinger sind halt ein bisschen kühler. Die unteren Räume hast du dann ein bisschen mehr Wärme. Was in den Highlands ja auch wirklich wichtig ist. Dann hast du hier so, dann machen wir hier auf jeden Fall auch nochmal eine Scheune. Hier oben irgendwie dann hin, so hier vielleicht noch eine Scheune. Was du hier lang gehst, dann hast du da noch oder hier nur noch ein Feld. Dann hast du hier eine Scheune. Genau, machen wir dann auch. Hier machen wir nochmal das nächste Feld dann. Und dann nehmen wir nochmal die Scheune. Warte mal. Genau, das ist es. Fünfer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Von hier aus gesehen aber nur 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dann machen wir den da runter. Und dann machen wir den da lang. Und dann hatten wir ein, was hatte ich da gemacht? Was ist das hier? Das ist ein Zauntor aus Ästen. Nein, da kommen nur wir rein übrigens. Ne? Also auf meinen Feldern will ich keine Tiere haben. Zauntor aus Ästen. Zauntor aus Ästen. Und dann hatte der 1, 2, 3, 4 am 5. Stelle. 2, 3, 4, 5. 5. So. Dann hast du das Feld nochmal. Dann kommt hier Flachs. Da haben wir dann das andere. Und dann hast du halt zwei Feldbereiche. Es geht dann auch hier dann lang langsam. Wir fangen jetzt so langsam an, uns in die Richtung bewegen, dass wir wirklich sagen können, hier leben wir jetzt dann wirklich fest. Und dann machen wir hier noch das Ding rum und dann daneben kommt nochmal so eine kleine, vielleicht auch größere Hütte für Tiere dann. Vielleicht baue ich das hier auch nochmal weg, weil mir das wirklich zu klein hier oben ist. Fällt mir so an sich nicht einfach. Weißt du, wie ich es meine? Sehr gut, aber wir haben eine Menge erreicht. Wieder mal in der Folge, finde ich. Wir sind schon weiter vorangekommen. Wir bauen uns hier gerade immer besser auf. Du hast hier überall die Wege. Guck mal, die bauen die Wege entlang. Du kannst hier dann schon erkennen, das ist dann so ein kleiner Eingangsbereich. Ich glaube, das ist aber so ein Kühl. Den lasse ich dann immer kühl. Da werden wir nicht heizen. Das ist dann einfach nur ein Eingangsbereich. Hier machen wir eine schöne Wandfackel hin. Und vielleicht lege ich hier so einen Werkzeugständer hin, dass du hier so Werkzeuge abstellst. Irgendwie sowas in dem Dreh werden wir das dann machen. Ja. Dann war es das auch für heute, ne? Also mehr brauchen wir heute nicht mehr machen. In der nächsten Folge gucken wir, dass wir da unten das weiter voranbringen. Dass wir uns weiterhin über den Winter dann bringen, ist jetzt dann die Devise. Und ja, dann schauen wir mal. Warum habe ich eigentlich 5 Fleisch schon wieder? Wo habe ich denn das Fleisch schon wieder her? Ich habe doch gar nichts gemacht. Wo habe ich überhaupt gelagert? Ja, egal. Ist ja nicht schlimm. Supi, dann würde ich sagen, war es das für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls es euch gefallen hat, könnt ihr ja gerne mal einen Daumen nach oben da lassen. Komm, hier ist natürlich auch mal was Schniekes. Und ein Abo, ja, darüber freue ich mich natürlich sehr. Und wenn ihr zum Abo die Glocke aktiviert, dann werdet ihr jederzeit informiert, wenn ein neues Video hochgeladen wird. Ansonsten wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag, Abend oder Morgen. Je nachdem, wann ihr euch die Folge angeschaut habt. Und alles erdenklich Gute bis dahin. Ciao!